Die einzige, also weil es ist fast schon ein bisschen so wie Münchhausen-Problem. Wir haben eigentlich ein Münchhausen-Problem, wir müssen uns selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Herzlich willkommen zurück im zweiten Teil im Gespräch mit dem Dr. Michael Nehls. Wir sprechen über das erschöpfte Gehirn und den Weg dahin, wie wir wieder ein starkes Gehirn schaffen können und nicht zu Zombies werden. Servus erst einmal zurück. Grüß dich. Ja, hallo Andreas, grüß dich auch. Wir haben im ersten Teil gesprochen darüber, dass wir uns es kräftig anlegen darauf, dass wir uns schaden. Mit unserer Lebensweise, mit dem, wie wir mit uns umgehen, mit Mangelzuständen an Omega-3, mit zu wenig Schlaf. Und dadurch schaden wir. Also es geht darum, dass wir unser Frontalhirn, was ja uns auszeichnet sozusagen als Homo sapiens sapiens, die wir glauben, sehr klug zu sein. Und die Energieversorgung dafür kommt aber unter anderem auch über die Hippocampi, also das sind die am beiden am Rande liegenden Hirnteile, ja. Und die sabotieren wir durch unsere Lebensweise. Das war so die Zusammenfassung des ersten Parts. Ja? Wunderschön, jetzt, ja. Jetzt ganz kurz, oder natürlich, das Buch müssen Sie alle lesen, aber ich sage nur, das Negativszenario wäre tatsächlich, wir werden alle nur mehr zu Zombies und unsere Kinder werden Zombies und die Welt geht unter. Ja? Und wir versuchen uns aber da jetzt raus zu manövrieren. Und jetzt ist die Frage, was passiert, worst case, und was passiert, wenn wir es anders machen? Also ich muss das vielleicht ganz kurz relativieren. Also der Begriff Zombie hat jetzt nichts damit zu tun, mit dem, was man so in Hollywood-Filmen sieht. Der Zombie ist ein wissenschaftlicher Begriff, der wurde geprägt von Christoph Koch und Francis Crick. Francis Crick ist bekannt, der hat einen Nobelpreis bekommen für die Entdeckung der DNA-Struktur. Mhm. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein, ja, die neuronale Korrelat des Bewusstseins zu finden. Also ähnlich wie ich jetzt praktisch das neuronale Korrelat für den Frontalhirnakku identifiziert habe, wollte er in seiner Lebenszeit, zu seiner Lebenszeit noch eben das neuronale Korrelat des Bewusstseins finden. Und er hat sich die Frage gestellt, naja, wie muss man sich ein Lebewesen vorstellen? Was ist Bewusstsein? Woran erkennt man, ob jemand anders, der einem gegenüber sitzt, bewusst ist? Und die normalen Handlungen, die wir so tagtäglich routinemäßig machen, die lassen erscheinen, dass wir denken, dass wir tatsächlich unser Hirn einschalten. Aber im Prinzip sind das, wie er es nennt, nur kortikale Reflexe. Wir haben angelernte, gewohnte Verhaltensmuster und wir verhalten uns eben so, aber das heißt noch lange nicht, dass wir wirklich denken. Und dieses reine System 1 agieren, also wenn wir nur sozusagen Routinen abspulen, das nennt er einen Zombie. Also der Zombie in uns ist praktisch das System 1. Und über den Zombie hinaus erheben wir uns eigentlich erst, wenn wir das aktivieren, was uns zum Menschen ausmacht, uns als Menschen ausmacht, nämlich System 2. Also über unseren Tellerrand schauen können, Pläne machen können, Dinge tun können, die jenseits der Routinen sind. Und die Fähigkeit, System 2 einzuschalten, das ist eben das, was ich jetzt identifiziert habe, ist eine gute, hohe, große Kapazität des Frontalhirnakkus zu besitzen. Nur dessen Kapazität ermöglicht uns, System 2 einzuschalten, sprich das Zombie-Verhalten sozusagen zu verlassen und jenseits des Zombies menschenähnlicher zu agieren. Also wirklich, es gibt sogar Hinweise, dass nur wenn wir System 2 einschalten, unser Bewusstsein eingeschalten ist. Da gibt es eine Forschungsgruppe um Herrn Solms herum, ist ein Südafrikaner, hat auch ein wunderbares Buch geschrieben, ist auch vor kurzem Spiegel-Bestseller gewesen. Und der hat gesagt, naja, im Prinzip ist unser Bewusstsein nur dann eingeschalten, wenn System 2 eingeschalten ist. Also verorten wir im Prinzip Teil des Bewusstseins, ich würde es nicht sagen, im Hippocampus. Man hat mit Sicherheit auch ein Bewusstsein ohne Hippocampus. Aber dass wir reflektiv denken, reflektieren über unser eigenes Denken, nachdenken. Dazu benötigt es den Hippocampus, das heißt Bewusstsein benötigt System 2 oder System 2 ist bewusstes Denken. Und je mehr unser Hippocampus schrumpft beim Erwachsenen und je weniger er ausgebildet wird beim Kind, umso weniger haben wir Fähigkeit, System 2 einzuschalten, umso weniger bewusst leben wir und umso mehr werden wir jetzt, und jetzt wird es wirklich so ein bisschen Hollywood-mäßig, umso mehr wird unsere Gesellschaft zu einer Zombie-Gesellschaft. Und das ist schade, weil unser Gehirn eigentlich so viel, ja, Tolles zu bieten hat. Also wir haben so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein, über den Tellerrand zu schauen, neue Dinge zu machen. Neugier ist ja eigentlich was Tolles.
ist so ein bisschen verpönt. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Sei nicht so wunderfitzig, hieß es bei uns im Dorf. Sei nicht so neugierig, weil man nachgefragt hat. Im Prinzip ist man nur den Erwachsenen auf die Nerven gegangen und Neugier sozusagen war dann etwas Nervtötendes für die Erwachsenen. Aber im Prinzip ist es das, was uns ausmacht. Und nur wer neugierig ist, Neues lernt und viel Erfahrung sammelt, kann aufgrund des Erfahrungsschatzes, den er dadurch akkumuliert, auch gute Vorhersagen machen, was die Zukunft bringt. Ich sehe den Hippocampus immer so ein bisschen als unsere Kristallkugel im Gehirn, die uns erlaubt, die Zukunft vorherzusagen, weil er eben die ganze Information unserer Vergangenheit besitzt. Und wir können wirklich nur planen, wenn wir einen Hippocampus haben. Es gibt ja, ich habe einen Fall ja im Buch geschildert, eines Menschen, der aufgrund eines operativen Unfalls, nenne ich es mal, bei der Hippocampi beraubt worden ist und der Mensch war nicht mehr fähig, irgendwelche Gedanken in die Zukunft zu projizieren. Er war sogar nicht mehr fähig, ein soziales Leben zu führen, weil um sozial aktiv zu sein, brauchen wir Erinnerungen. Ich kann nur Menschen als Bekannte betrachten, wenn ich sie kenne. Und Menschen kennen kann ich nur, wenn ich einen Hippocampus besitze. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir dafür sorgen, dass der Hippocampus seine maximale Größe erreicht, die eben von Natur aus in die Wiege gelegt ist bei unseren Kindern. Und wenn wir dann erwachsen sind und unsere Kinder erwachsen sind, dafür sorgen, dass er eben nicht schrumpft, sondern seine Kapazität lebenslang beibehält. Ja, du zeigst und, ja auch tatsächlich, wie die Empathie abnimmt über die Jahre hinweg. Also wie kommt so eine Grafik zustande? Du zeigst da, dass über die Jahre hinweg bei den Kindern oder bei den Menschen die Empathie abnimmt. Mhm. Und das ist eine Studie, die erstmal die Perspektiven des Gegenüber einnimmt. Ja, genau. Was passiert da? Sich in andere hineinversetzen zu können, bedarf sozusagen ja auch einer mentalen Anstrengung. Ja, ich muss ja die Perspektive wechseln. Ja, ja. Ja, und die Perspektive wechseln ist etwas, was ich bewusst machen muss. Und das ist wieder mein Bewusstsein. Ja, ich muss es bewusst machen. Also wenn ich jetzt in eine Situation komme, wo ich entscheiden muss, handle ich jetzt egoistisch oder handle ich so, dass mein Gegenüber auch einen Vorteil davon hat oder dass beide einen Vorteil davon haben, suche ich zum Beispiel einen Kompromiss in einer Situation, dann erfordert das empathisches Denken. Ich muss es bewusst machen, weil meine Reflexe, die natürlich immer nur egoistisch sind, ja, reichen nicht aus. Mensch zu sein bedeutet eben auch, altruistisch zu agieren und Altruismus, wenn es nicht so ein Reflex bei uns ist, aufgrund von Gewohnheit, was bei den meisten Menschen nicht ist, dann erfordert das sozusagen ein Einschalten von Bewusstsein, ein reflektierendes Denken, das Abschätzen, was meine möglichen Handlungen für Konsequenzen haben, für mich selbst, aber auch für den anderen. Und all das bedeutet System 2. Und wenn es sozusagen ja nachgewiesen worden ist in vielen, vielen Studien, dass der Hippocampus nicht seine maximale Größe mehr erreicht durch unsere moderne Lebensweise, die immer artfremder wird, dann ist es eigentlich logisch, dass die Fähigkeit, empathisch zu sein, abnehmen muss. Und das ist, was diese Studie eben gezeigt hat. Die wurde über Jahrzehnte durchgeführt an College-Studenten, wo man mit einem sogenannten IRI heißt der, das ist ein Score, mit dem man sozusagen die Fähigkeit der Empathie misst. Und es wurde über Jahrzehnte von vielen, vielen, fast schon Forschergenerationen durchgeführt. Immer wieder der gleiche Test an College-Studenten in den USA. Was gezeigt worden ist, ist eben, dass da eine Abnahme über die Jahrzehnte zu entdecken war. Das heißt, es indirekt bedeutet das für mich, dass man früher möglicherweise noch mehr hippocampale Fähigkeiten hatte, als es jetzt in der modernen Zeit der Fall ist. Und die Tendenz ist eben absteigend. Das heißt, wir, das sind wir wieder beim Zombie, der Zombie-Gesellschaft, wir werden immer mehr und mehr zu Zombies, die egoistisch und nicht mehr empathisch denkt. Wenn du sagst wir, dann ist natürlich also wir meine ich die Gesellschaft. Frage, weil ich habe ja auch Gott sei Dank viel mit Menschen zu tun, die tatsächlich auch so in diesem pädagogisch-psychologischen Bereich unterwegs sind, viel mit Meditation arbeiten, Loving-Kindness-Meditation und so, wo du allen Menschen Liebe schickst und so. Das ist, also ich erlebe da das Gegenteil. Ja, ja, ich habe vorhin das Eingangs, hatten wir schon darüber gesprochen, wenn ich von wir spreche, dann meine ich sozusagen der Hippocampus schrumpft dann nicht bei jedem, er schrumpft im Schnitt um 1% in der Gesellschaft pro Lebensjahr, 1-1.5%. Das heißt aber nicht, dass es bei jedem schrumpft. Mhm. Ja, es gibt ja wunderbare Studien, die zeigen, dass selbst
70-Jährige, wenn man die aus einem Seniorenheim holt, also das sind jetzt 70-Jährige, die Studie wurde durchgeführt, in Menschen, die sozusagen in Seniorenheim leben, wo man sich wenig bewegt, und hat gesagt, wir wollen jetzt ein Jahr lang machen wir jetzt mit euch ein Programm. Entweder machen wir Gymnastik oder wir bewegen euch. Also ihr macht einen Spaziergang jeden Tag. Was für die Gruppe außergewöhnlich war, ja. Anstatt 400 Meter, was so die durchschnittliche Bewegungsumfang war, ist man auf 3 Kilometer am Tag gegangen, was so eine Stunde Spaziergang entsprach. Und man hat wirklich gemessen, den Frontalhirnakku, sprich Hippocampus, das Volumen hat man volumetrisch mittels Magnetresonanztomographie, MRT, hat man das bestimmt am Anfang der Studie und am Ende der Studie. Und die Gruppe, die eben sich nicht bewegt hat, groß, sondern einfach in der Stunde, wo die anderen spazieren gegangen sind, ein bisschen Gymnastik gemacht hat auf dem Stuhl, bei der Gruppe ist der Hippocampus um 1,4% geschrumpft in einem Jahr. Und bei der Gruppe, die sich bewegt hat, die jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen ist, ist er gewachsen um 2%. Das heißt, bei 70-Jährigen konnte man die Frontalhirn-Akku-Kapazität um 2% steigern in einem Jahr, während sie bei der anderen Gruppe um 1,4% geschrumpft ist. Und das hat natürlich Konsequenzen. Die Resilienz zum Beispiel, die psychologische Resilienz, war größer, deutlich stärker ausgebildet bei denen, die sich sportlich aktiv waren, gegenüber denen, die eben nur gesessen sind. Was lerne ich daraus? Bewegung ist wichtig. Und zwar schon in der Kindheit. Gründe gibt es dafür viele. Ich habe ziemlich tief recherchiert. Es gibt über 12 Wachstumsfaktoren, die freigesetzt werden, wenn wir körperlich aktiv sind. Wachstumsfaktoren, die direkt die Neurogenese, sprich das Wachstum des Gehirns, anregen. Und zwar lebenslang und ganz gezielt natürlich in der Region, die noch zum Wachstum befähigt ist, nämlich der Hippocampus. Sprich, das bedeutet, bin ich körperlich aktiv, dann dünge ich sozusagen den Hippocampus und er wächst. Und das macht auch evolutionsbiologisch sehr viel Sinn. Wer in der Höhle sitzt und nichts erlebt, der braucht auch keine Gedächtnisspeicher, keinen großen. Wer allerdings unterwegs ist und Neues erlebt, neue Wege geht, auf die Jagd geht, fischt oder Früchte sammelt und sich erinnern muss, wo habe ich die gefunden, damit ich nächstes Jahr vielleicht effektiver bin, der also eben körperlich aktiv ist, dessen Organismus sozusagen reagiert darauf und mit einem Wachstum des Hippocampus. Mhm. Du hast ja auch schon erwähnt, ein weiterer Faktor ist Omega-3. Und was mich auch so fasziniert hat, ist die Menschheitsentwicklung. Kannst du das so in 2 Minuten erklären? Ich erinnere mich, in deinem Algenölbuch hast du das auch schön, also dass wir eigentlich von den Fischern abstammen. Ja, also das heißt von Fischern abstammen. Wir wurden von Fischern abstammen. Ja, Fischern und Sammlern, ja. Es ist ja die traditionell, vielleicht ist auch die Fleischindustrie dahinterher, werden wir als Jäger und Sammler betrachtet. Ja. Aber es gibt sehr, sehr gute Hinweise, dass es eine 70.000 Jahre andauernde Trockenheit gab in Afrika. Also das war eine lange Eiszeit. Das heißt, das Wasser wurde sozusagen den Kontinenten entzogen und hat sich dann in den Eisplatten im Norden und im Süden der Erdkugel hat sich das dann sozusagen gestapelt, das Wasser, und es hat wenig geregnet. Und Überleben war eigentlich nur noch an der Küste möglich. Da, wo man Zugang hatte zu Nahrungsmitteln wie jetzt Fisch und Meeresfrüchte. Und tatsächlich ging die Menschheit, das ist bewiesen worden durch viele, viele Studien, durch so eine Art Nadelöhr. Es haben wahrscheinlich nur wenige tausend Menschen noch überlebt. Vor ungefähr 200.000 Jahren war das. Und die Orte, wo die überlebt haben, waren im Südwesten und Südosten um Südafrika herum. Und dort hat man wirklich Muschelberge gefunden in den Höhlen, wo unsere Vorfahren gelebt haben. Die waren Meter hoch, ja. Die haben die Muscheln sozusagen immer in die Höhle getragen, dort abgelagert. Und die untersten Muscheln, die man in den untersten Schichten waren, bis zu 200.000 Jahre alt. Und die obersten eben nur 40, 50, 60.000 Jahre alt. Und dann hat man innerhalb dieser Schichten eben gefunden, dass es eine enorme geistige Fähigkeiten schon gab. Es wurde Werkzeug produziert durch Hitzebehandlung. Es gab Hinweise, dass schon vor 200.000 Jahren Boote gebaut wurden. Eine Fähigkeit, die man erst sozusagen im Mittelalter wieder neu gelernt hat. Also
nicht im Mittelalter, sondern in der Altsteinzeit, in der Neusteinzeit neu gelernt hat, also vor 10.000, 15.000 Jahren. Also die geistigen Fähigkeiten waren enorm. Und wenn man sich jetzt anschaut, was mich der Mensch damals ernährt hat, dann ist es eigentlich das, was heute noch das ist, was wir brauchen, damit das Hirnwachstum optimal ist. Also man findet eigentlich im Fisch alles, was man an Nährstoffen, Mikronährstoffen in den Konzentrationen, die heute das Minimum darstellen, für optimales Hirnwachstum. Und unter anderem eben die aquatischen Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und was auch gezeigt worden ist, ist, dass in dieser Zeit Schädel, die man aus dieser Zeit gefunden hat, ein deutlich höheres Volumen hatten, als das moderne Hirn momentan Volumen hat. Und zwar bis zu 11%. Wie können wir heute nachhaltig, also uns und unsere Kinder dabei unterstützen, in mittelfristig zumindest in der Welt reinzukommen, die wieder gesünder ist, die wieder darauf fokussiert ist, um jetzt das in deinen Worten zu sagen, das hippokampiale Wachstum zu optimieren? Ja, also es geht eigentlich nicht, es geht darum, dass wir die Gehirne unserer Kinder jetzt irgendwie optimieren. Es geht nicht jetzt darum, ihnen einen Chip einzupflanzen. Nein, oder optimieren dahingehend, dass sie einfach wieder ein gutes, glückliches, resilientes Leben führen können mit empathischen Menschen um sich herum, wo sie wissen, wir haben eine Zukunft, all diese Dinge. Ja, ja, es geht darum, dann geht es darum, einfach dem Gehirn alles zu geben, was es benötigt. Und daran scheitert es im Prinzip schon. Ja, wie kann sie nicht fortwährend mit Fisch füttern? Ist allein schon umwelttechnisch nicht sinnvoll. Ja, ja, ich habe der Mangel an aquatischen Omega-3-Fettsäuren ist dramatisch. Die ganze Welt ist im Prinzip unterversorgt. Und das ist mit ein Grund für das Schrumpfen des Hippocampus bzw. des Frontalhirnakkus. Und ich war deswegen ganz glücklich vor einigen Jahren, als ich dann herausgefunden habe, dass man hier einen Shortcut machen kann, dass man also gar nicht sozusagen den Fisch benötigt. Weil interessanterweise, genauso wie unser Organismus unfähig ist, aus den pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, also Linolensäure, die man so in Rapsöl oder in Sojaöl. Leinöl, oder? Leinöl zum Beispiel findet, da sind wir relativ unfähig, die umzuwandeln. Warum? Ganz einfach, wir haben es nie gebraucht, diese Umwandlungsfähigkeit, weil als Fischer und Sammler gab es ja schon die höherwertigen aquatischen Omega-3-Fettsäuren in Massen. Ja, die wurden ja sozusagen über die normale Ernährung schon zugeführt. Also war es gar nicht notwendig, die Biochemie sozusagen aufrechtzuerhalten, um das selbst herstellen zu können aus pflanzlichen Produkten. Und jetzt ist der Fisch aber weggefallen. Er fiel schon weg im Prinzip mit der neolithischen Revolution des Ackerbaus. Plötzlich waren Weidetiere das, was wir gezüchtet haben. Und wahrscheinlich hat man dort noch die Hirne gegessen, dieser Tiere. Aber in der Zwischenzeit macht man das ja nicht mehr. Und ist es nicht auch durch das Kochen viel weggefallen? Weil durch das extreme Erhitzen, dann ist ja auch alles, Omega-3-Fette genauso zerstört, oder? Also wenn ich jetzt Fisch esse und den komplett durchfrittiere, dann sind die Omega-3-Fettsäuren... Meine ich, also der berühmte Nordseefisch, ja. Also Nordsee ist die beste Firma, ja. Ja, die gesündeste Ernährung wäre im Prinzip Sushi, ja. Aber jetzt unabhängig davon, wie die beste Quelle wäre, wie man Fisch zuführt, es gibt gar nicht genügend Fisch auf diesem Planeten. Ja. Also ich habe mir die angeschaut, wie müsste unser Omega-3-Level sein, also bei welchem Omega-3-Index... Also wir sprechen über DHA-EPA. Ja. Genau, also die EPA, DHA, das sind die beiden aquatischen Omega-3-Fettsäuren, die zwei entscheidenden. Die kann man messen im Blut, den sogenannten Omega-3-Index. Das größte Hippocampus-Wachstum, also das größte Hippocampus-Volumen hat man bei 10-11%. Omega-3-Index ist auch das, was zum Beispiel in der kindlichen Entwicklung, schon in der Fetalentwicklung, sorgt die Plazenta dafür, dass ungefähr 11%, ja, also dass der Omega-3-Index beim Neugeborenen bei 11% liegt. Ja, also das ist sozusagen ins in die Wiege gelegt. 11% ist sozusagen das, was wir eigentlich erreichen sollten. In der Bundesrepublik, aber auch weltweit, liegt der Durchschnitt ungefähr bei 4,5%. Ja, und ist nicht da die Herausforderung, dass wir überall nur mehr Sonnenblumenöl mit drin haben? Also diese Omega-6-Flut? Das ist noch ein anderes Problem. Also es geht jetzt um die Balance Omega-3, Omega-6. Also wir haben zu wenig Omega-3, was wir zuführen, und wir führen zu viel Omega-6 zu. Das hat noch ganz andere Konsequenzen. Okay.
Omega-6 ist auch essentiell übrigens, also es ist nichts Schlimmes, es ist eher ein Problem, wenn man zu viel zuführt. In Maßen, aber nicht in Massen. Genau, genau. Das heißt, das Verhältnis Omega-3, Omega-6 wäre im Idealfall 1:1 bis 1:2. Wir haben aber eher ein Verhältnis von 1:20 bis 1:50 sogar. Das hat Konsequenzen in allen Bereichen der Gesundheit. Zum Beispiel ist dann zu viel Omega-6 pro-entzündlich. Okay. Omega-3 ist eher antientzündlich. Wir brauchen pro- und antientzündlich, um adäquat auf Viren und auf Infektionen überhaupt reagieren zu können. Haben wir zu viel Omega-6, dann neigen wir eher zum Zytokinsturm, wie man zum Beispiel bei Corona feststellt. Also dann, es gibt klare Hinweise, dass ein Mangel an Omega-3 assoziiert ist mit einem schweren Verlauf. Es ist gezeigt worden, dass der Omega-3-Index nicht nur korreliert mit der Größe des Hippocampus, sondern er korreliert auch direkt mit der Fähigkeit, im PISA-Test gut abzuschneiden. Wow. Das ist gezeigt worden. Es gibt eine wunderschöne Studie, die zeigt, dass die Länder, die am besten in der PISA-Studie abschneiden, in national die höchsten Omega-3-Indizes haben, also den höchsten Index haben, und die Länder, die am schlechtesten abschneiden, den geringsten Index haben. Und die Autoren der Studie sagen ganz einfach, und das ist, finde ich, eigentlich das Relevanteste zu dem Thema, die sagen, wir müssen nicht in, und zwar in diese Korrelation zwischen Omega-3-Index und der Fähigkeit, im PISA-Studie gut abzuschneiden, die war auch vollkommen unabhängig von den Einnahmen, also wie das volkswirtschaftliche Vermögen dieser Länder ist. Es war absolut und eindeutig nur abhängig vom Omega-3-Index. Und da ist der Omega-3-Index wiederum im Hippocampus-Volumen, sprich mit dem Frontalien-Akku korreliert, ist für mich das überhaupt nicht überraschend. Und die Autoren sagen dann auch ganz klar, Leute, ihr müsst, wenn ihr wollt, dass eure Kinder ja mit der Schule besser zurechtkommen, mehr Spaß haben in der Schule, letztendlich besser abschneiden, effektiver lernen, dann sorgt nicht für mehr Computer und investiert nicht noch mehr Geld in Einzelunterricht, in kleine Klassen oder was auch immer sozusagen an Investitionen gemacht werden müssen oder geglaubt wird, dass man machen muss. Sorgt einfach dafür, dass ihnen nicht an Omega-3-Fettsäuren mangelt. Das reicht schon. Das hat schon den größten Effekt, würde das haben, einfach dafür sorgen, dass der Omega-3-Index ansteigt. Und deswegen habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, heißt Algenöl, oder jetzt kommt neu raus als die Algenölrevolution, um es etwas spannender zu machen vom Titel her. Und da weise ich darauf hin, wir können zwar nicht so viel Fisch essen, weil es für die ganze Menschheit nicht mehr so viel Fisch gibt, um einen Omega-3-Index von 4 auf 11 zu bringen, müsste ich 3-mal mehr Fisch essen, als die Weltproduktion hergibt, um jeden Menschen zu versorgen. Was wir aber problemlos können, ist das zu produzieren, wo auch der Fisch letztendlich sein Omega-3 herbekommt. Denn der ist genauso unfähig, es selbst zu produzieren. Der Fisch bekommt es über die Nahrungskette. Und am Anfang der Nahrungskette ist der Plankton, und zwar pflanzlicher Plankton. Und dieser pflanzliche Plankton produziert letztendlich die aquatischen Omega-3-Fettsäuren. Und dann über Krill, die ist ja auch zum Teil Krillöl, oder eben dann über Sardinen und letztendlich den Lachs, ja, kriegen wir dann den Omega-3, die Omega-3-Fettsäuren, die der Plankton produziert hat. Ja, der Plankton besteht aus Einzellern, Mikroalgen, und die kann man in Tonnen produzieren. Ich habe dann auch in dem Algenölbuch mal gescherzt und habe gesagt, naja, solange uns das Bier nicht ausgeht, was wir ja auch mit mikroskopischen Einzellern produzieren, Hefepilzen. Also solange es das Bier nicht ausgeht, sollte uns eigentlich auch nicht das Omega-3 ausgehen. Und ich fordere, genauso wie Bier sozusagen weltweit als Nahrungsmittel ja anerkannt ist, warum sollten wir nicht Algenöl als Nahrungsmittel anerkennen und dafür sorgen, und zwar als essentielles Nahrungsmittel im Gegensatz zum Bier, was sozusagen jedem Menschen, jedem Kind auf diesem Planeten zur Verfügung gestellt werden müsste. Und ich habe mal hochgerechnet, da ja Algen letztendlich CO2 aufnehmen, wenn Deutschland sich bereit erklären würde, also nur als Beispiel jetzt, ja, Deutschland sich bereit erklären würde, so viel Omega-3 herzustellen, dass die ganze Welt mit Omega-3 versorgt werden würde, sodass alle Kinder dieser Erde, und auch alle Erwachsenen natürlich, keinen schrumpfenden Hippocampus bzw. einen optimal wachsenden Frontalhirnhaku besitzen, dann würden wir so viel CO2 absorbieren in dieser Produktion, wie ganz Deutschland jährlich produziert. Das heißt, wir wären nicht
wir wären praktisch CO2 minus, ja, durch diese gute Tat. Das heißt, wir hätten wirklich die Möglichkeit, was für das Klima zu tun und gleichzeitig für die Intelligenz, und zwar soziale und empathische Intelligenz der gesamten Menschheit. Aber wo müssten wir, aber die Algen, die sind ja in Tonnen jetzt aktuell, also die müssen wir dann wo aussetzen? Ja, also die kann man produzieren, genauso wie das Bier auch, in so großen Containern. Und momentan wird da von vielen Firmen groß investiert, da werden hunderte von Millionen große, also Anlagen gebaut für hunderte von Millionen, wobei natürlich die meiste dieser Produktion gar nicht für den menschlichen Konsum direkt ist, sondern der gelangt in die Fischfarmen. Es werden praktisch Pellets produziert, ja, aus diesen Mikroalgen werden Pellets gepresst und die werden in Fischfarmen verfüttert, weil das Problem ist, dass auch der Fisch, also vor allem die Raubfische, die wir in Fischfarmen züchten, auch ein Problem haben, da die brauchen ja auch Omega-3. Und wo sollen sie es herbekommen? Man kann die im Prinzip dann entweder mit Wildfisch füttern oder eben mit pflanzlichen Ölen, was auch gemacht wird. Es ist gezeigt worden zum Beispiel, dass in den letzten 10 Jahren der Omega-3-Anteil im Lachs, den wir kaufen im Laden, der ja meistens aus Zuchtanlagen kommt, hat sich halbiert. Das heißt, ich muss jetzt schon doppelt so viel Lachs essen wie vor 10 Jahren, um die gleiche Menge Omega-3 zu mir zu nehmen. Deswegen halte ich es für viel sinnvoller, anstatt die Omega-3-Fettsäuren aus den Mikroalgenanlagen dem Fisch zu verfüttern, den einfach den Menschen selbst anzubieten. So die berühmten Kapseln, die man sich dann einverleibt. Ja, ja. Mhm. Kapseln oder als Öl, ne? Ja, mhm. Genau. Mhm. Was können wir noch Gutes tun für die Gehirne unserer Kinder und unsere Gehirne, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja nicht nur das Algenöl. Was gibt es denn das noch? Es ist nicht nur das Algenöl. Nee. Also Algenöl ist natürlich essentiell, weil wenn natürlich ein essentieller Wachstumsfaktor und vor allem ein essentieller Baustoff fehlt, dann ist das Wachstum a priori natürlich limitiert. Ja. Trotzdem gibt es andere Faktoren. Aber es gibt andere Faktoren. Ja. Ah, ich muss natürlich, einen habe ich schon genannt, das ist Bewegung. Ja, also das Bewegung. Auch bei den Senioren, ja. Mhm. Auch bei den Senioren. Also es ist schon ein schönes Beispiel dafür, dass man selbst im höheren Alter, ja, also mit 70 und darüber, immer noch den Hippocampus zum Wachstum bringen kann und den Schwund des Hippocampus stoppen kann und umkehren kann sogar. Bewegung, wie gesagt, jede Menge Wachstumshormone werden freigesetzt, die durch den Körper, die alle möglichen Funktionen haben, aber als Nebenfunktion eben auch das Hippocampuswachstum anregen. Die neuen Hirnzellen müssen natürlich auch was lernen. Also Hirnzellen, die wir zwar produzieren, Mann, ich bewege mich, sitze auf meinem Hometrainer, mache Sport, schaue aber nur die Wand an den ganzen Tag, lerne im Prinzip gar nichts Neues, dafür keine Menschen, bin nur damit beschäftigt, die Hormone zu aktivieren, die ich durch Bewegung aktivieren könnte, also so ein ganz einseitiges, spartanisches Leben, dann produziere ich zwar erstmal sehr viele neue Hirnzellen, aber die haben gar keine Aufgabe. Also die haben unbedingt ja sofort auf Lernen der Zukunft gehen und immer die Videos von mir anschauen, dann hat man was zum Beispiel, lernen. Ja. Zum Beispiel. Vor allem, wenn sie emotional sind, also wenn sozusagen das, was als Inhalt rüberkommt, die Leute aufregt. Ich bin ziemlich sicher, dieses Video wird für manchen Aufreger sorgen. Ja, absolut. Und die Emotionen, die dabei freigesetzt werden, sorgen dann für emotionales Lernen. Und genau so selektiert ja auch der Hippocampus die Informationen, die er für bemerkenswert und erinnerungswürdig hält. Es muss emotional bedeutsam sein. Und ich hoffe, dass wir jetzt durch das Gespräch hier schon mal für ein paar Inhalte gesorgt haben, die emotionale Erinnerungen und hippocampales Wachstum anregen. Also Bewegung, Omega 3, was bei der soziale Ernährung? Ja, eben Sozialaktivität. Sozialaktivität. Vegetarisch? Vegetarisch ist okay, ja. Ich meine, wie gesagt, vegetarisch beziehungsweise vegan, also als extreme Form von vegetarisch, ist mit Sicherheit eine gesunde Ernährung. Wir sprechen ja auch über die Weltgesundheit und das wird nur vegetarisch möglich sein. Absolut, absolut. Also Planetary Health Diet ist ja so ein Begriff, der wurde geprägt, glaube ich, von der UNO. Die hat da so eine Abteilung, die haben das Planetary Health Diet. Aber ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele Leute drin saßen, die auch immer noch Interesse daran haben, dass wir viel Milch trinken und viel Fleisch essen, weil es ist immer noch Teil der Planetary Health Diet, dass wir uns von Tieren abhängig machen. Also ich bin dann ja eher für Eier zu haben als für Fleisch, aber ja. Ja, hat jeder seine eigenen Vorlieben. Aber das Problem ist, wir sollten einfach dafür sorgen, dass es uns an nichts mangelt. Und das kann man natürlich komplett vegan hinbekommen.
Es gibt bestimmte Dinge, die wir auf jeden Fall zuführen sollten. Es ist zum Beispiel interessant, den Omega-3-Index haben Veganer im Schnitt den geringsten. Also in Deutschland zum Beispiel liegt der Omega-3-Index, habe ich vorhin schon mal erwähnt, bei 4,5% im Schnitt. Bei Veganern liegt er im Schnitt unter 4%. Ja, das sind aber eher die Pudding-Vegetarier, weil die sich bewusst vegan ernähren, die wissen das und ergänzen. Die nehmen ihr B12, also, die nehmen ihr Omega-3. Ja? Ja, aber wie gesagt, wenn sie das richtige Omega-3 zu sich nehmen. Das Problem ist, es wird unglaublich viel Werbung gemacht für Leinöl. Ja, Omega-3 ist da drin. Natürlich ist da Omega-3 drin, aber es ist nicht das, was wir benötigen. Ja, oder Walnüsse oder so, ja. Oder, also ich sage nur, wer bei mir zuschaut, weiß es. Weil ich habe ja schon den Nico Rittenauer zu Gast gehabt, unter anderem, da haben wir drüber geredet. Wenn jetzt davon ausgehen kann, dass alle Veganer bei dir zuschauen, dann würde ich sagen, hätten wir das Problem nicht. Not yet. Ja, aber wir haben das Problem, dass die Veganer im Schnitt nur bei 4% liegen. Und alle, die bei dir zugucken, haben wahrscheinlich 10-11%, weil sie Algenöl täglich zu sich nehmen. Aber die, die nicht zugucken, die haben vielleicht nur 3%. Und dann kommen wir im Schnitt auf 4. Und dann kannst du auch schon fast hochrechnen, wie viele Zuschauer du hast, die vegan sind. Ja? Also wahrscheinlich mehr als der Durchschnittsbürger. Ja? Wenn ich mir einen prototypischen Tag anschauen würde, was kann ich meinem Gehirn Gutes tun? Von morgens bis abends. Was würdest du sagen? Von früh bis abends. Wenn du vielleicht für dich, weil du hast ja, unterstelle jetzt einmal, für dich wahrscheinlich das optimiert. Wie gehst du durch den Tag? Nutzt du auch solche Dinge wie Atemübungen oder kaltes Duschen oder was ist das, was du nutzt? Naja, also ich bin eher ein Warmduscher. Ich bin Wim Hof geschädigt. Also ich habe, kennst du Wim Hof? Mhm. Ja. Ich habe den persönlich interviewen dürfen auch und der hat mich so sehr seit damals beeindruckt und ich dusche jetzt praktisch seit 8-9 Monaten jeden Tag eiskalt und mache auch die Atemübungen und mir kommt vor, es tut mir gut. Ja, ich glaube 100%, dass es dir gut tut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht perfekt in all meinen. Also ich hasse kaltes Duschen, aber das danach ist geil. Glaube ich. Ja. Das ist auch beim Sport so. Ne? Ja. Ich meine, es ist anstrengend, Sport zu machen. Hinterher fühlt man sich gut, wenn man es gemacht hat. Ja, es ist jedes Mal wieder diese scheiß Kälte. Aber dann, wenn du es einmal gemacht hast, wenn das die Wärme wieder in den Körper zurückkehrt und dann auch die ganzen Endorphine und so. Ja, klar, das ist ganz toll. Ja. Ja. Nee, also ist ganz klar. Ich meine, es gibt viele Dinge, die man tun kann. Meditation ist gut, es ist alles Mögliche ist gut, aber ich denke mal, das Wichtigste, also wenn ich sagen müsste, was ist am wichtigsten, würde ich sagen, Bewegung. Am besten draußen, am besten mit anderen Menschen zusammen. Licht, vielleicht Menschen, spielerisch. Ja, dann durch Licht. Ganz problematisch ist der Mangel an Vitamin D, vor allem im Winter. Wir hatten ja gerade von ernährungstechnisch von Veganern, ne? Und wenn man vegan sich ernährt, dann ist eben so, B12 wird noch wichtig zuzuführen, weil das ist in veganer Ernährung nicht drin. Aber wie gesagt, das kann man alles danach lesen im Buch, was für Mengen dann notwendig sind. Was ich halt für wichtig Jod, halte. Und, Jod würde ich auch, Selen, Jod, oder? Natürlich, die klar. Schilddrüse. Selen, Jod, das sind alles auch wieder Minerale, die man im Fisch finden würde. Auch da interessanterweise 200-300 Gramm fettreicher Fisch und man würde kein weder Selen noch Jodmangel haben. Auch viele andere Sachen, Lithium zum Beispiel, ist ein Fisch drin, was man sonst eigentlich nur findet in lithiumhaltigem Mineralwasser. Und auch da gibt es eine direkte Korrelation, Depressionsraten, Mortalitätsrisiko mit Lithium, habe ich auch im Buch dann beschrieben. Lieber Michael Nils, die Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle am Ende. Lernen der Zukunft, gelingendes Leben. Ich bin ja ursprünglich auf dieses Projekt gekommen, weil ich war an einem Punkt in meinem Leben, bei mir war meine ganze Familie tot. Ich habe nicht mehr gewusst, wie soll jetzt Leben noch weitergehen? Wie soll ich jemals noch glücklich werden? Wie kann ein Leben jemals gelingen? Ich war akademisch hochgebildet, habe aber keine Ahnung gehabt, wie Leben jetzt noch funktionieren soll. Damals hätte ich mir eine Ressource gewünscht, wo ich nachschauen kann, nach dem Motto, was muss ich jetzt lernen, damit das Leben funktioniert, damit Leben jemals wieder gut werden kann? Was wäre das Fach, die Fähigkeit, wo du sagen würdest, die muss man im Leben wirklich entwickeln, um ein gelingendes Leben am Ende sagen zu können, das Leben war wirklich gut? Naja, ich meine, Leben ist kreativ zu sein für mich, Dinge zu schaffen, ja, also mit anderen zusammen idealerweise, Teamplay, ja, spielerisch. Und wenn man das hinbekommt, ja, also eine Aufgabe hat,
ganz wesentlich eigentlich. Und das sind alles natürlich Aspekte, die von frontalen Akku entscheidend sind, dass er wächst. Also wir haben da eigentlich so, ich nenne es dann einen Engelskreis. Also man tut die Dinge, die seinen Hippocampus wachsen lassen und hat gleichzeitig die Dinge, die einem Spaß machen. Also der Spaß beflügelt dann auch den Spaß wieder. Und das ist das große Problem, aus diesem Loch, in dem du dann dich befunden hast, rauszukommen. Fast schon ein Münchhausen-Problem. Da braucht man dann auch Hilfe von Dritten. Aber es ist so, dass wenn man Dinge tut, die den Hippocampus wachsen lassen, dann ist man eher wieder bereit, Dinge zu tun, die ihn wachsen lassen. Also man ist dann wirklich in einem Engelskreis und genauso umgekehrt in einem Teufelskreis. Und das Interessante ist ja, fast praktisch alle Antidepressiva, die man auf dem Markt kennt, die auf dem Markt sind, alle Antidepressiva haben eigentlich nur eine einzige Funktion, die Neurogenese des Frontalhirnakkus zu aktivieren. Keine andere Funktion. Wenn man, das hat man hier experimentell herausgefunden, wenn man die Neurogenese entweder chemisch oder durch Bestrahlung blockiert im Hippocampus, dann funktioniert kein Antidepressivum mehr. Das heißt, die beste antidepressive Lebensstrategie ist die, die Neurogenese des Hippocampus ständig anzuregen. Das heißt, Sport, sowieso das beste Antidepressivum, soziale Aktivität, Oxytocin, ja. Wenn ich keine Partner habe, älteren Menschen empfehle ich, dann kauft euch einen Hund, ja. Ist Oxytocin pur, ja. Sich um ihn zu kümmern, man muss sich bewegen, man hat einen Partner, der auf einen wartet und wenn der Hund einen anschaut, geht der Oxytocin-Level hoch und Oxytocin ist der potenteste Wachstumsfaktor für den Hippocampus. Okay. Okay. Schöner Aspekt, den haben wir halt gar nicht gehabt, ja. Ja, den wollte ich noch zum Schluss bringen. Ich habe irgendwie die Frage erwartet. Lieber Dr. Michael Nels, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein Werk, also dein Werk im Sinne von deinen Büchern, die du immer wieder rausgibst. Das ist dein aktuelles, das sehr zu empfehlen ist von meiner Seite aus. Freue mich auch über Ihre Rückmeldungen von zu Hause. Schauen Sie einmal rein und machen sich Gedanken, wie Sie das für sich in Ihrem Leben und für Ihre Kinder auch und für unsere Kinder alle umsetzen und einbauen können.